Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video, zu dieser kurzen Andacht mit der Überschrift Gott dienen bringt Freude. Gott dienen erfüllt uns mit Freude. Und ich lese uns dazu ein paar Verse aus dem Evangelium nach Lukas Kapitel 10. Dort heißt es in Vers 1, danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Und dann heißt es weiter, dass wenn ihr in ein Haus tretet und sie nehmen euch auf, dann sagt, Friede sei mit diesem Haus und tretet ein, fühlt euch wohl. Und wenn es ein Haus gibt, was euch nicht aufnimmt, dann schüttelt den Staub von euren Füßen und geht weiter. Und dann heißt es, dass sie predigen sollten. Sie sollten das Reich Gottes verkündigen. Es heißt, heilt die Kranken, die dort sind, verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen und so weiter. Und dann sagt Jesus weiter, wer auf euch hört, hört auf mich und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Und jetzt etwas, was diese Andacht im Prinzip abrundet. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Ja, also erinnern wir uns, Jesus sendet wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und das ist ja letztendlich genau unsere Position, in der wir uns befinden, mitten in dieser gefallenen, von Sünde gekennzeichneten Welt. Wir sind wie Schafe mitten unter Wölfen. Also wir haben mit Gefahren zu tun als Christen. Wir haben mit Anfechtungen zu kämpfen. Wir haben mit Sünde zu kämpfen. Wir haben mit Gegenwind zu rechnen, mit falscher Lehre und so weiter. Also wir sind im Prinzip mitten unter Wölfen. Und wenn man sich dieses Bild mal vergegenwärtigt und sich den Gedanken mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das nicht unbedingt ein prickelnder Gedanke, ja, wie ein Schaf unter Wölfen zu sein. Wölfe reißen Schafe, sie töten Schafe. Okay, und trotzdem gehen die Jünger, sie gehen voller Glauben und es heißt, nachdem sie zurückgekommen sind von ihrem Dienst, heißt es, dass sie voller Freude gewesen sind. Und das ist eigentlich der Hauptgedanke, den ich gerne weitergeben möchte. Gott zu dienen erfüllt unser Herz mit Freude. Und das ist manchmal menschlich nicht zu erklären, weil wenn wir mitten unter Wölfen sind, mitten unter Wölfen arbeiten, also mit Gegenwind und mit Gefahren und mit allen möglichen Dingen zu kämpfen haben, die uns, sag's mal so, das Leben als Christ schwer machen, dann ist das ja äußerlich gesehen nicht immer Freude. Aber, das ist das Geheimnis, es bewirkt Freude, wenn wir mitten in Schwierigkeiten, mitten unter Wölfen sozusagen Gott dienen. Dann wird unser Herz mit Freude erfüllt. Das ist hier ein Beweistext, ja, den wir uns gerade gelesen haben. Und mich beschleicht manchmal so der Gedanke, wenn ich freudlose Christen sehe, wenn ich Leute sehe, die von sich sagen, dass sie Jesus nachfolgen und so ein langes Gesicht ziehen und mit so einer Trauermiene vielleicht auch zur Gemeinde kommen, den Gottesdienst besuchen, als ob es eine Beerdigung ist, dann stelle ich mir schon die Frage, was sind denn die Gründe dafür? Und es gibt natürlich viele Antworten, die man darauf geben kann, aber eine ist eben auch folgende, die wir in unserem Text finden und wo wir Rückschlüsse auch daraus ziehen können. Nämlich, dass wenn ich Gott nicht diene, wenn ich nur mir selbst diene und überhaupt nicht ein Leben der Nachfolge lebe, das heißt, anderen Menschen diene, die Werke der Nächstenliebe vollbringe und einfach hinausgehe, das Evangelium zu verbreiten, Hilfeleistungen, Gebet, einfach ein Leben, so wie es die Heilige Schrift uns sagt, wenn ich das nicht führe, dann wird mein Herz natürlich auch nicht mit Freude erfüllt sein. Das ist ein Rückschluss, wenn wir diese Verse, die wir gerade gelesen haben, mal aus der Rückwärtsperspektive sehen. Ja, also wir haben also diese Wahrheit, die ich uns heute mitgeben möchte, dass Dienst
für Jesus Christus unser Herz mit Freude erfüllt, ungeachtet der Umstände, die uns begleiten und auch wenn wir von Wölfen umgeben sind. Wir sollen das Reich Gottes verkündigen. Wir sollen verkündigen, dass Jesus in unseren Herzen wohnt und sollen andere Menschen daran Anteil haben lassen, sollen ihnen praktisch helfen, sollen für sie da sein. Werke der Nächstenliebe nennt man das. Sollen in der Gemeinde mitarbeiten, mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, ihm zur Verfügung stehen. Und dann wird unser Herz mit Freude erfüllt sein. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du nicht nachlässt in deinem Glaubensleben, auch wenn Umstände manchmal nicht so schön sind, dass du trotzdem diese Wahrheit fest im Herzen hast. Wenn du dein Leben täglich Jesus hingibst, wenn du ihm dienst, dann wird dein Herz mit Freude erfüllt sein. Und dann wiederum werden wir Gott verherrlichen, werden wir den Vater im Himmel verherrlichen. Denn durch die Freude, die wir haben, die wir empfinden, wird der Herr verherrlicht. Und es werden Menschen sehen, dass wir einfach anders sind, weil wir in einer gefallenen Welt trotzdem Freude ausstrahlen. Das wünsche ich uns allen. Gott segne dich.